Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich habe mir für heute mal vorgenommen, ein Video zu machen, was sich irgendwie ganz viele von euch immer wieder gewünscht haben. Immer wenn ich gefragt habe, ja, was habt ihr spezielle Wünsche, was soll ich mal für ein Thema aufgreifen, war das, glaube ich, das meist gewünschte Thema, und zwar was so die Thematik Pferdefarben bzw. Farbgenetik, Farbvererbung angeht. Und hier in der Gigolo-Herde, wie man hier sieht, sind relativ viele Farben vertreten, sodass ich das ganz gut dann auch die meisten Farben an einem Beispiel zeigen kann. Ich hoffe mal, die Ponys bleiben gerade alle hier, die sind super genervt, weil es ist extrem schwül und es sind extrem viele Fliegen irgendwie unterwegs heute. Ist ein bisschen nervig, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bin natürlich auch kein super Farbexperte. Ich habe mir das einfach, als wir mit den Minis angefangen haben, die zu züchten, also so vor grob 15 Jahren, einfach super viel dazu durchgelesen. Damals gab es auch im Internet noch gar nicht so viel zu finden, habe mir Bücher gekauft, habe immer, wenn irgendwo ich was gefunden habe, mir das durchgelesen und fand das einfach spannend. Deswegen habe ich mich da sehr mit beschäftigt und hatte halt auch schon immer so ein Faible für manche Farbschläge. Also ich mochte schon immer Falben sehr gerne. Ich mochte, weil wir ja damals auch schon Isländer hatten, die Windfarben bei den Isländern immer sehr gerne. Dadurch kam auch diese Liebe zu den Mushrooms. Die Farbbezeichnung gab es damals noch gar nicht. Die erste Mushroom-Stute habe ich 2010 gekauft. Da, wie gesagt, gab es diese Farbe Mushroom noch gar nicht. Da wurden die meistens noch als Isabelle oder Palomino oder Füchse eingetragen. Und habe mich halt immer so ein bisschen damit beschäftigt und viel gelesen und gegoogelt und mir Artikel rausgesucht. Aber ich sag's von vornherein, wenn da irgendein Fehler drin ist, also ich bin da auch kein Experte. Ich kann das auch nur so wiedergeben, wie ich es mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Genau, also im Prinzip kann man sagen, bei Pferden gibt es eigentlich zwei Grundfarben, auf die alle anderen Farben basieren. Und zwar, ich sag mal, Rot und Schwarz, also Fuchs und Rappe. Fuchs, wie jetzt zum Beispiel hier, die Olivia heißt sie, die Stute. Peach nehme ich jetzt mal als Rappe. Peach ist aber eigentlich kein Rappe. Man sieht es auch, dass es so ein bisschen bräunlich ist. Also Rot und Schwarz sind eigentlich so die klassischen Grundfarben. Manchmal wird noch Braun als dritte Grundfarbe mit dazugenommen. Wie zum Beispiel hier vorne haben wir eine braune Stute oder hier eine braune Stute, Fremdstute, also keine von unseren. Allerdings sind braune Ponys, sage ich mal, vom Grunde her auch Rappen, die ein bestimmtes Gen mitbekommen haben. Das nennt sich Agouti, dieses Gen. Und das macht halt aus schwarzen Pferden braune Pferde. Besonderes Merkmal ist, es hält nur das Langhaar nicht mit auf. Also nur quasi das Fell, sage ich mal, Mähne und Schweif bleiben aber schwarz. Also dieses Agouti-Gen wirkt sich darauf nicht aus. Es ist genauso wie beim Fuchs, gibt es natürlich unterschiedliche Schattierungen nochmal im Braun, also bei den Füchsen ja auch. Ich sag mal, die ist jetzt ein relativ dunkler Fuchs. Wenn man jetzt, wo ist Emmy da oben? Emmy ist natürlich deutlich heller und hat eine helle Mähne, diese weiße Mähne. Also wenn man jetzt zum Beispiel Lucy, unsere Lucy dagegen sieht, die steht jetzt nur hier leider nicht mit dabei. Die hat ja eine ganz schneeweiße Mähne, wie so ein, sag ich mal, Mini-Haflinger. Das macht wieder ein spezielles Gen. Flachsen nennt sich das. Das macht diesen hellen Behang. Dann gibt es wieder andere Gene, die die Farbe wieder so ein bisschen verdunkeln und so weiter. Aber ich gehe jetzt erstmal nur auf diese Grundsachen ein. Vielleicht mache ich da noch mal ein spezielles Video zu, welche Farbvarianten es da noch gibt, die aus einem Fuchs einen helleren oder einen dunkleren Fuchs machen. Es gibt ja welche, die sehen fast braun aus. Richtige Kohlfüchse, da gibt es dann noch mal unterschiedliche Schattierungen. Genau, aber vom Prinzip her gehen wir jetzt mal von Fuchs, Rappe, braun aus. Und davon ausgehend entstehen alle anderen Farben durch ein zusätzliches Gen. Also alles, was ansonsten rauskommen kann, zum Beispiel ein Scheck-Gen. Also es gibt unterschiedliche Gene, die eine Scheckung hervorrufen. Bei den Shettys ist es aber immer das Tobiano oder Tobiano-Gen, das halt diese, ich sag mal, Plattenschecken macht. Ne? Also hier diese klassische Färbung, wie man sie hier sieht, bei den Stuten, bei Püppi hier zum Beispiel. Die können natürlich mal mehr Weiß haben, so wie Püppi, die können mal weniger Weiß haben, so wie Pepper. Die können auch mal nur irgendwo einen weißen Fleck haben, sind trotzdem genetisch Schecken und können natürlich auch wieder ein Fohlen machen mit sehr viel Schäckung.
Also oft, witzigerweise, ist es so, dass sich die Scheckung wiederfindet, so in den Eltern, finde ich. Zum Beispiel Püppi ist ja eine Pantau-Tochter, die hat haargenau dieselbe Scheckung wie Pantau. Oder man sieht jetzt da vorne, die Pocahontas hat eine sehr ähnliche Scheckung wie ihre Mutter, wie die Peppa. Die ja übrigens auch die Mutter von Püppi ist, aber da, wie gesagt, hat Pantau sich durchgesetzt. Also oft kann man schon so eine Ähnlichkeit erkennen, aber nicht immer. Also man kann auch aus zwei, sag ich mal, Scheckeltern mit sehr viel Weiß einen Fohlen rausbekommen, das sehr wenig Weiß hat oder umgekehrt. Das ist also alles möglich. Wie gesagt, wenn dieses Gen da ist, kann es einfach an die Nachkommen weitergegeben werden. Und wie die Scheckung dann ausfällt, ist natürlich immer so ein bisschen ja, Würfelspiel, Glücksspiel, wie auch immer. Es gibt dann die Möglichkeit, zum Beispiel bei Inshima, die jetzt gerade ja hier nicht bei ist, war das so. Inshima ist eine reinerbige Schecke. Das heißt, die hat quasi zwei Scheckgene mitbekommen. Von beiden Elternteilen jeweils eins. Also die Fohlen kriegen ja immer von beiden Elternteilen jeweils ein Gen, was auf diesem Ort liegt quasi mit. Und Inshima hat halt zwei Scheckgene. Das heißt, sie gibt immer automatisch eins an ihre Nachkommen weiter. Es kommen also immer Scheckfohlen raus. Bei Peppa zum Beispiel ist es so, die trägt nur ein Scheckgen. Sie hat auch einen einfarbigen Vater und eine gescheckte Mutter. Also sie kann kein reinerbiger Schecke sein. Ist sie nicht. Sie hat ja auch schon einfarbige Nachkommen. Zum Beispiel Peach. Das heißt, bei ihr besteht die Chance 50-50, dass es ein Scheckfohlen wird oder nicht. Kommt natürlich auch wieder die Genetik vom Vater dazu. Jetzt ist von diesem Fohlen ist der Vater Gigolo, sodass Gigolo natürlich auch wieder mit 50%iger Wahrscheinlichkeit sein Scheckgen weitergibt, sodass bei diesem Fohlen jetzt die Chancen bei 25% einfarbig, 25% reinerbig Schecke, 50% mischerbig Schecke, also nur ein Scheckgen bei diesem Fohlen liegt zum Beispiel. Das ist halt das Scheckgen. Und beim Scheckgen ist es so, immer wenn es weitergegeben wird, sieht man es auch. Wie gesagt, es können auch nur ganz, ganz minimale Abzeichen sein, aber man sieht es immer irgendwo am Pony. Ist kein Gen, was sich versteckt weitergeben kann. Wie es zum Beispiel, kommen wir zum nächsten Punkt, das Agouti-Gen. Ne? Dieses Gen, was aus schwarzen Pferden braune Pferde macht, sieht man auch nur auf schwarzen Pferden. Peppa zum Beispiel trägt verdeckt ein Agouti-Gen. Auf Füchsen sieht man das nicht, aber die können es natürlich weitervererben. Woher ich das weiß, Peppa hat mit Pantau, der ja nicht braun ist, ein braunes Fohlen gemacht. Und das heißt, dieses Agouti-Gen, was aus diesem Fohlen braun, was dieses Fohlen hat braun werden lassen, muss halt über sie verdeckt gekommen sein. Genauso war es aber bei ihrer Mutter, die Bunny, von der habe ich ja zum Beispiel die Bailey gehabt, eine Braunschecke. Und da, ne, also man, wie gesagt, sieht, also kann das manchmal anhand der Nachzucht sehen, dass da ein bestimmtes Gen vorhanden sein muss. Genau, das ist die Besonderheit bei diesem Agouti-Gen. Wie gesagt, es kann verdeckt weitervererbt werden, was jetzt bei einem Scheck-Gen zum Beispiel nicht so ist. Dann gibt es das Cream-Gen, das halt die Ponys auffällt. Zum Beispiel, da hinten sieht man jetzt gerade Hollywood. Hollywood ist eine Palomino-Schecke und sie ist von der Grundfarbe her, wenn wir wieder bei unseren Grundfarben sind, ist sie Fuchs. Also wenn man einen Fuchs hat und der bekommt so ein Cream-Gen mit, also ein Auffällgen, wird da ein Palomino draus. Hat man ein braunes Pferd und es bekommt ein Cream-Gen mit, dann bekommt man einen Buckskin oder Erdfarben oder Braun-Isabel, glaube ich, ist jetzt die neueste Bezeichnung. Es gibt auch für alle Farben so verschiedene Bezeichnungen, manchmal auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Wie jetzt zum Beispiel der junge Herr, nur dass der zusätzlich noch Falbe ist. Dazu kommen wir wieder später. Und aus einem Rappen mit Cream gehen wird ein Smokey. Da haben wir jetzt hier die Püppi, die also definitiv sicher Smokey ist und kein Rappe. Genauso wie ihr Vater Pantau, der ein getesteter Smokey-Schecke ist und kein Rappschecke. Man kann es so ein bisschen erkennen, man sieht es ja auch bei ihr, sie ist nicht richtig schwarz. Viele Smokies haben helle Innenöhrchen, habe ich die Erfahrung gemacht, gibt es keine wissenschaftlichen Studien zu. War bei mir aber so, dass die Ponys, die sich später als Smokies rausgestellt haben, oft nach der Geburt ein bisschen hellere Augen haben, so leicht bräunlich eher. Und ja, auch oft, auch ganz typisch eigentlich, sieht man aber meistens auch, als wenn sie älter sind, so diese helleren Strähnen hier. Aber auch kein Muss. Also es gibt mit Sicherheit auch Rappen, die sich so ein bisschen so ausgefärbt haben. Also ist auch alles keine Sicherheit. Aber für mich immer ein Indiz zu überlegen, könnte auch ein Smokey sein, wenn es von den Eltern her passt. Also nochmal zusammengefasst. Ich habe das Gefühl, ich rede totales Durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Nochmal zusammengefasst. Cream gehen macht aus einem Fuchs, einem Palomino,
aus einem braunen da hinten einen Buckskin, haben wir jetzt keinen rein, hier nur da hinten den Buckskin Falben, und aus einem Rappen einen Smoky. Jetzt kann es natürlich passieren, mit diesem Cream Gen ist es halt so, anders als bei dem Agouti Gen, das Cream Gen sieht man immer am Pferd, verändert immer die Farbe. Bekommt ein Pferd jetzt zwei Cream Gene mit, das ist der große Unterschied oder die große Besonderheit bei diesem Gen, bekommt es das von beiden Elternteilen mit, dann kommen diese kleinen weißen Zwerge raus. Und zwar da auch wieder die Farbbezeichnung unterschiedlich und auch optisch ein leichter Unterschied, je nachdem wie die Grundfarbe ist. Jetzt haben wir zum Beispiel hier vorne die Ginny. Ginny ist ein Cremello, beziehungsweise eigentlich Cremello-Schecke. Die Scheckung sieht man nur super schlecht bei den weißen Ponys natürlich. Das heißt Fuchs mit zwei Cream gehen. Dann kann natürlich auch es dazu kommen, dass ein braunes Pferd zwei Cream-Gene mitbekommt. Dann haben wir das hier wie im Fall von Tussi. Das ist jetzt Dreck, aber man sieht das so ein bisschen, also wenn die ganz sauber ist, die ist ein bisschen cremiger als, also Ginny ist schneeweiß. Wenn man die wäscht, ist die einfach schneeweiß. Und Tussi ist so ein leicht cremefarben. Bei der sieht man dann auch die Scheckung etwas besser. Die hat hier so einen weißen Fleck, auf der anderen Seite auch. Sieht man dann etwas besser. Die hat halt Grundfarbe braun. Ihre Mutter ist eine Buckskin-Falbe, also eine braune mit Aufhellung mit Falbe. Vater ist Pantau, der ist ja Smoky-Schecke, wie wir eben schon gehört haben. Also da die zweite Aufhellung her. Und dann gibt es die, die nennt man dann Perlino. Also das sind die Cremellos, die Füchse. Die braunen sind die Perlinos. Und dann gibt es natürlich noch den Fall schwarzes Fohlen mit zwei Cream Gen. Das haben wir hier bei Peach. Bei dem Fohlen von Peach ist das der Fall. Die sieht im Moment ein bisschen rosa aus um die Nase, weil die ihr Fell da gerade verliert. Da sieht man auch die Scheckung deutlicher. Die ist halt nochmal ein Ticken dunkler als ein Perlino. Und diese Farbe nennt man dann Smoky Cream. Also quasi doppelt aufgehellter Rappe. Einfach aufgehellter Rappe, Smoky, doppelt aufgehellter Rappe, Smoky Cream. Einfach aufgehellter brauner Buckskin, zweifach aufgehellt Perlino. Und bei den Füchsen ist es dann die Entsprechung Cremello und Palomino mit diesem Cream Gen. Und wie gesagt, das ist so die Besonderheit bei diesem Gen, dass wenn es zweimal vorhanden ist, sich die Farbe nochmal verändert. Dann gibt es noch, was wir auch hier relativ häufig haben, das Falbgen. Da ist es wieder so, dass es optisch eigentlich keinen Unterschied macht, ob es ein- oder zweimal vorhanden ist. Das kann man so jetzt nicht erkennen, kann man natürlich testen lassen. Das gibt es natürlich auch wieder auf allen Grundfarben. Und aus einem Rappen wird dann ein Graufalbe. Hier bei Gigolo sieht man das ganz gut, ne? Dass er so mausgrau ist mit Aalstrich. Wobei Gigolo wieder die Besonderheit hat. Man sieht es hier so ein bisschen. Der hat auch noch ein Cream Gen, also der ist eigentlich ein Smoky. Plus Falbe, plus Schecke. Dann gibt es die braunen Falben, hier wie Wendy, die dann halt so ein bisschen hellbrauner sind mit dem Aalstrich. Und dann gibt es die Fuchsfalben, die sehen dann so aus. Also ein bisschen heller als ein normaler Fuchs und man sieht es halt an dem Aalstrich. Was noch typisch ist oft für einen Falben, sind diese Zebrastreifen an den Beinen. Das sieht man hier bei Wendy ganz gut. Das ist recht typisch und das sieht man auch bei Gigolo. Da vorne. Was man noch oft hat, das hat unser Isländer, der Stormö, der ist ja braunfalbe, der hat das zum Beispiel. Viele haben dann auch noch so ein Schulterkreuz. Das heißt, da geht hier noch so ein schwarzer Strich runter auf beiden Seiten. Eigentlich, also können Falben auch haben. Das sind noch so die sogenannten Wildabzeichen, sagt man auch mal dazu. Also die Dülmener, wer die kennt, diese wild, noch halbwegs Wildpferde, die haben das zum Beispiel. Das sind ja auch alles Graufalben. Bei denen sieht man diese Merkmale dann sehr häufig. Genau, das ist das Falbgen und das kann natürlich auch wieder in allen Kombinationen auftreten. Also zum Beispiel hier Ginnys Fohlen war natürlich klar über die Mutter. Sie ist ja der zwei Aufhellgene, weil Cremello, dass das Fohlen definitiv ein Aufhellgen mitbekommt. Das heißt, der Kleine ist halt ein Buckskin, also ein aufgehellter Brauner. Ginny trägt auch verdeckt ein Gen für Braun. Die hat auch schon braune und Buckskin oder beziehungsweise Buckskin-Fohlen gehabt. Und gleichzeitig hat aber auch von Gigolo das Falbgen mitbekommen. Deswegen ist der nochmal deutlich heller als zum Beispiel hier Wendy. Braunfalbe. Er ist auch eigentlich braunfalbe, hat aber zusätzlich noch das Cream-Gen von der Mama mitbekommen. Deswegen ist er halt nochmal deutlich heller. Hier sieht man ja jetzt ganz gut den Unterschied. Wichtig ist noch, Falben haben immer einen Aalstrich. Es gibt auch noch da so diverse verwandte Gene. Es gibt auch so ein Pseudo-Aalstrich, also so Pseudo-Falben.
Es gibt auch schon mal Ponys, die haben so einen angedeuteten Aalstrich, sind aber trotzdem keine Falben. Gerade auch als Fohlen, der verwechselt sich dann später. Also dann kriegt man schon mal so, ich habe hier, keine Ahnung, zwei normal einfarbige Grundfarben verpaart und jetzt habe ich einen braunen Falben. Boah, super. Das sind dann in der Regel keine echten braunen Falben, sondern das sind dann wirklich so ja, Farben, die sich oft nochmal verändern. Pseudo-Aalstrich, wie auch immer. Das würde jetzt zu weit führen. Das sind jetzt so die klassischen, sage ich mal, Farben, die man jetzt hier findet. Wir haben ja noch die Mushrooms, da ist jetzt hier gerade keiner dabei. Das ist auch nochmal interessant. Mushroom ist auch eine Farbe, die man optisch nur sieht, wenn sie zweimal da ist. Also ein Pony, das nur ein Mushroom-Gen mitbekommt, wie zum Beispiel Emmy. Emmys Vater ist ja Köhn. Emmy ist also Fuchs, aber Mushroom-Trägerin, da sieht man das nicht. Die bleibt einfach ein Fuchs. Kann aber natürlich mit dem entsprechenden Hengst wieder Mushroom-Fohlen bringen. Und Köhn ist zum Beispiel ein Fuchs mit zwei Mushroom-Genen, deswegen ist er optisch quasi ein Mushroom dabei rausgekommen. Mit den entsprechenden Trägerstuten, wie hier zum Beispiel Estelle, Euranka oder wer sich erinnert, letztes Jahr mit Wendy hat er ja die Waffel gebracht, ein Mushroom-Fohlen, können halt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit wieder Mushroom rauskommen. Verpaart man zwei Mushroom miteinander, so wie zum Beispiel Köhn und Heaven, dann kommt immer ein Mushroom-Fohlen, da kann nichts anderes bei rauskommen. Das ist so ein bisschen die Besonderheit bei diesem Mushroom-Gen. Diese klassischen Mushrooms, die wir jetzt so kennen, wie Heaven, wie Köhn, das sind halt Füchse. Aber natürlich kann dieses Gen auch auf anderen Grundfarben zum Tragen kommen. Wer sich an die Wildberry vom letzten Jahr erinnert, die ist ja Braun-Mushroom. Also die kann ich sonst auch nochmal zeigen. Die ist ja von der Farbe her fast wie so ein Braunfalbe. Bisschen anders noch. Hat aber keinen Aalstrich. Die ist quasi von der Grundfarbe Braun, von ihrer Mutter. Aber hat zwei Mushroom-Gene mitbekommen. Von Köhn natürlich sowieso. Aber Vicky war auch getestet Mushroom-Trägerin. Die ist so Braun-Mushroom, da gibt es, glaube ich, gar keine offizielle Farbbezeichnung für bisher. Und natürlich kann es genauso gut auch bei einem Rappen sein, dass der zwei Mushroom-Gene mitbekommt. Die sehen dann so ein bisschen gräulich aus. Also da gibt es noch nicht so viele Beispiele auch zu, weil dieses Mushroom-Ding sich halt erst auch so in den letzten Jahren entwickelt hat und auch der Test erst seit einigen Jahren da ist, dass man halt auch die Träger und so weiter gezielt raussuchen kann oder halt auch sagen kann, gut, das Pferd sieht zwar hellbraun aus, es hat aber trotzdem zwei Mushroom-Gene, ist also ein Mushroom nur auf Braunbasis oder auf Rappbasis. Natürlich kann ein Mushroom auch andere Gene mitbekommen, Scheck-Gen, Falb-Gen, Aufhell-Gen, wie auch immer, was das nochmal ein bisschen verändert. Also diese ganzen Gene können natürlich in sämtlichen Kombinationen miteinander auftreten. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich habe immer das Gefühl, ich rede irgendwann so ein Durcheinander, dass eh keiner mehr versteht, was ich sagen will. Aber ich dachte, ich zeige euch das hier so ein bisschen an den Ponys, weil die hier gerade auch so pässig nebeneinander stehen, hier alle unter den Bäumen. Wir haben ja eigentlich hier diese ganze Wiese bis da oben und ganz da oben dieses Stück. Und hier komplett runter bis unten zu den Häusern. Aber die Fliegen sind halt im Moment echt fies, sodass die sich hier gerne unter diesen etwas tieferen Bäumen hier aufhalten. Genau, also ich kann es noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben die Grundfarben Fuchs und Rappe bzw. Braun auch noch dazu. Dann haben wir die Entsprechung, also aus einem Fuchs mit einem Cream-Gen wird ein Palomino, zwei Cream-Gene Cremello, Braun entsprechend Buckskin Perlino, Schwarz entsprechend Smoky, Smoky Cream. Dann haben wir die Falben, Braunfalbe, Fuchsfalbe, Graufalbe, gibt es auch wieder verschiedene Farbbezeichnungen, also ich sage jetzt mal so, dass man es vielleicht auch am besten nachvollziehen kann. Dann gibt es natürlich das Scheck-Gen, das jedes Pony bekommen kann. Es gibt einmal die Gene, die dominanten Gene nennt man die, die man immer sieht am Pony und die man auch sieht, wenn das Pony nur eins davon hat. Und es gibt die rezessiven Gene, das sind die, von denen das Pony zwei braucht, damit man es sieht. Die, wie zum Beispiel dieses Agouti-Gen, dieses Gen für Braun, zum Beispiel auch verdeckt vererbt werden können. Ja, das wären jetzt mal so die klassischen Grundfarben. Wie gesagt, mit diesem Sonderfall noch Mushroom. Es gibt noch andere, es gibt noch Champagne, es gibt noch Pearl. Es gibt also noch ganz viele so Modifizierungen, die aber bei den Chatties relativ selten sind oder gar nicht vorhanden, je nachdem. Gibt es viel bei Westernpferden oder bei so Spezialrassen. Da kenne ich mich auch nicht so hundertprozentig aus, auch was die Vererbung und so weiter angeht. Deswegen, das sind so Spezialfälle. Also das sind jetzt so die Sachen, die, sage ich mal, für die Chatties eigentlich wichtig sind. Was vielleicht auch noch wichtig ist, Mushroom, Windfarben bei den Isländern sieht ja optisch relativ ähnlich aus, aber ein anderes Gen, das Windfarbgen, dieses Silverdeppel nennt sich das, kommt bei Chatties nicht vor. Obwohl auch da in Klammern kleine Einschränkung ist man sich nicht ganz sicher. Eventuell gibt es da doch einen Einschlag über England, aber das wird jetzt zu kompliziert. Eigentlich eher nicht.
Und bei diesem Windfarbgehen ist auch noch der Unterschied, das sieht man auch, wenn es nur einmal vorhanden ist. Mushroom sieht man ja nur, wenn es zweimal vorhanden ist, entsteht ja diese klassische Mushroomfarbe. Und das Silberdeppel sieht man auch, also diese klassischen Windfarbenen sind Rappen. Auf einem Fuchs sieht man wieder das Silberdeppel kaum. Die haben dann so ein bisschen silbrige Mähne und so. Also sie sehen schon ein bisschen anders aus. Aber diese klassischen Windfarbenen sind von der Grundfarbe her Rappen, während die klassischen Mushroom von der Grundfarbe her Fuchs sind. Das ist auch noch so ein bisschen der Unterschied. Ja, so, jetzt hoffe ich, ich habe euch alle maximal verwirrt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne rein. Kann ich nochmal aufnehmen, das Ganze, oder nochmal erläutern. Ja, die Ponys stehen hier einfach nur rum, leben ihr gechilltes, wildes Ponyleben, wie im Sommer immer 6 Monate lang, gerade hier auf der Wiese. Also die bleiben jetzt bis Oktober hier. So lange haben die auch noch genug zu fressen, also hier ist noch genug Gras überall drauf. Die leben einfach hier ihr gechilltes Ponyleben. Hier sind noch ein paar Fremdstuten dabei, die werden jetzt demnächst abgeholt, dann wird die Herde noch wieder ein bisschen kleiner. Und ja, so geht es dann hier weiter bis Oktober, bis die Fohlen abgesetzt werden und die Ponys langsam in den Stall gehen. Genau, deswegen hier einmal das ungeschönte, ungeputzte Ponyleben, Ponylife hier auf der Gerlinger Mühle. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Und vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.